Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Donaustadt, sage ich jetzt mal. Denn Donaustadt ist der Inhalt unserer jetzigen aktuellen Staffel. Und diesen schönsten und größten und 22. Bezirk Wiens durchqueren wir seit einigen Folgen. Wir waren in Kaisermühlen, in Kagran, in Stadlau, in Hirstetten und auch in Breitenlee, dem einzigen Dünengelände Wiens. Worum es da gegangen ist, hört sich in der anderen Folge an. Wir sprechen heute über Aspern. Und bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal daran erinnern, uns auf unseren diversen Social-Media-Kanälen zu folgen unter @erzählmirvonwien. Und da könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Und wenn euch irgendwelche Fragen einfallen oder ihr Antworten habt auf die Fragen, die wir euch stellen, dann schreibt uns doch gerne am liebsten über Instagram. Und in dem Sinn möchte ich mich auch ganz besonders bei der Helga bedanken, die neulich geschrieben hat, unter anderem auf die Tatsache, wie wir über die Donau City und die Menstruationsartikel dort gesprochen haben, dass es noch mehr vorkommt. Ja, vielen Dank und auch an alle anderen, die uns gerne und regelmäßig hören. Und jetzt sage ich Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Yay. Okay, also, A wie Aspern, das ist jetzt endlich dein Heimatbezirk. Das darf man jetzt verraten an dieser Stelle. Dein Heimatort. Dein Heimatort. Nein, dein Bezirk natürlich nicht. Also dein Heimatort ist einer Aspern. Einer deiner. Ja. A wie Aspern. Ich nehme jetzt mal an, in Aspern ist die Geschichte wie in allen 22. Dörfern. Eingemeindung, Mittelalter, Türken, während der Türkenbelagerung zerstört, irgendwann wieder aufgebaut, eine super eine Kirche, ein altes Dorfzentrum und so weiter und so fort. Aber wofür ist denn Aspern jetzt wirklich dafür bekannt, außer dass es dein Heimatstadtteil ist? Naja, ich würde sagen, durch zwei Sachen auf jeden Fall. Mhm. Durch die Schlacht bei Aspern und durch die Seestadt. Mhm. Aspern. Wobei Seestadt natürlich der Seestadt vorausgeht, der Flughafen Aspern. Mhm. Aspern ist der größte Bezirksteil, oder? Ja. Wo ist der ungefähr? Der ist, ich würde sagen, nördlicher als Kagran. Und jetzt muss ich überlegen, was im Westen ist, nördlich, unten ist Kagran und Stadlau und Oberhausen, ja, also nördlich von Kagran und Stadlau. Und südlich von Breitenlee. Südlich von Breitenlee, ja. Und sind da noch Wasser? Ja, so Teile. Abgestorbene Äste, Flussäste und so weiter. Und es gehört ja ein Teil der Lobau zu Aspern. Also sowas wie das Mühlwasser oder so ist dort? Ja, das Mühlwasser ist ja teilweise Aspern, teilweise Stadtlau. Ja, wir wissen ja, dass in der Donaustadt die Ortsteilgrenzen manchmal etwas fließend sind. Ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Mhm. Gut, also jetzt fangen wir mal mit dem bekanntesten Ding von Aspern, also bekanntesten nicht Ding, historischen Ereignis, der Schlacht von Aspern an. Darf ich noch vorher den wahrscheinlich bekanntesten Bewohner? Oder ich hätte es jetzt anders eingeleitet. Ich hätte gesagt, ein Nationalheld. Nationalheld, gut. Ja, also, und mit einer tollen Schwester. Ist der David Alaba. Genau, also David Alaba ist Asperner und Rose May. Alaba, seine Schwester, eine Musikerin, eine tolle, ist auch Aspernerin. Genau. Jetzt aber der Übergang zum Nationalhelden der Franzosen. Ja, zum Napoleon. Napoleon. Da nicht so eine besonders gute Figur gemacht hat. Also, ja, er wird schon eine gute Figur gemacht haben, der Kleine. Aber es ist ja so, dass er in dieser Schlacht bei Aspern das erste Mal besiegt worden ist. Oh.
Wann in war das denn? In offener Feldschlacht. Das war am 21. und 22. März, Mai 1809. Und warum ist er da nach Wien gekommen? Ja, das war der 5. Koalitionskrieg. Da hat eben Frankreich gegen die Koalition aus den anderen Mächten Österreich, Preußen, Russland, England gekämpft. Und da wollte er ja, zum Zwecke der Eroberungen. Mhm. Und da hat er gegen den Erzherzog Karl gekämpft, gegen den also der Erzherzog Karl war der Oberbefehlshaber vom österreichischen Heer. Und ist quasi das erste Mal in einer Schlacht, in einer offenen Feldschlacht besiegt worden. Ja. Und das heißt eigentlich, dieser Mythos des Unbesiegbaren ist in Aspang in der Donaustadt gebrochen worden. Versunken in den Fluten. Mhm. In Paris hat das ein kleines Erdbeben ausgelöst. Mhm. Und die Tiroler, Freiheitskampf, Andreas Hofer, ja. Die haben gefasst, haben geglaubt, jetzt wird alles gut, es ist aber nicht alles gut geworden. Das ist ja Tiroler. Die Tiroler, ja. Und unter Napoleon, also eigentlich hat ja, bei uns heißt es Schlacht bei Aspern oder von Aspern, in Frankreich heißt es Partei der Essling. Ah, das ist ja lustig. Das ist ein Nachbarbezirk. Also hängt es dann davon ab, warum glaubst du, ist das unterschiedlich, weil da die Truppen unterschiedlich stationiert waren? Oder? Nein, die Esslinger, die sind im Esslinger Getreidespeicher, haben sie die Franzosen verschanzt und sind wirklich erst ganz zum Schluss dort besiegt worden. Mhm. Und lustigerweise gibt es ja hinterm Rathaus in Paris eine Rue Lobau. Ah. Also es ist, und in der Lobau gibt es viele französische Gedenkwälder und Stellen und Flurnamen. Steine, so. Napoleonsteine gibt es etliche. Mhm. Und also wenn man Frankreich in Wien gesucht hat, 1809, dann vielleicht dort. Ja, möglicherweise. Aber nicht natürlich in den besten Erinnerungen. Und wer war jetzt dieser Erzherzog Karl? Der Bruder vom Kaiser Franz II. Ersten. Also damals nur mehr Ersten. Warum sagst du Zweiter Erster? Weil er als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Franz II. War. Mhm. Sein Großvater war der Franz I. Stefan von Lothringen. Und er, nachdem der Kaiser Josef II. Kinderlos gestorben ist, war er eben zuerst sein Vater, der Leopold, der aber nach 2 Jahren gestorben ist, war er eben der Kaiser. Franz II., wie er Kaiser geworden ist, 1792. Und dann ist aber der Napoleon groß geworden und die rheinischen Fürsten besonders haben an diesen revolutionären Ideen und an dem Napoleon an Gefallen gefunden. Mhm. Und das Heilige Römische Reich war ja Wahlkaisertum. Mhm. Und der Franz der Zweite damals, hat er Angst gehabt, dass die womöglich den Napoleon zum Kaiser will. Ui, dann wäre er nicht nur der Kaiser der Franzosen, sondern auch der Kaiser der Deutschen und der Römer gewesen. Gewesen, ja, unter Umständen. Obwohl es eigentlich, ja, also es war halt seine Sorge. Und Österreich war ja nie ein Königreich. Oder Kaiserreich. Kaiserreich schon gar nicht. Und das war immer nur, es war halt ein Erzherzogtum. Die waren schon Könige von Ungarn, Könige von Böhmen, aber von Österreich Erzherzoge. Und da hat er 1804 Österreich zum Kaisertum erklärt. Der Franz? Der Franz, so wie es dann Napoleon ja in auch Frankreich gemacht hat. Und hat bei 1806 das Heilige Römische Reich für aufgelöst erklärt. Mhm. Das ist verkündet worden von der Altane, von der Kirche am Hof. Ah, wirklich? Mhm. Wo das Badeerste Babenberger Palazzo war. Ja. Also Franzreich statt Frankreich. Franzreich, ja, und da, ihn zu unterscheiden von seinem Großvater vielleicht, heißt er ihm immer Franz der Zweite Erste. Wobei, wenn ich ganz kurze Satz dazu sagen darf, es hat einmal in der Millionen schon vor vielen, vielen Jahren, ganz am Anfang, eine Frage gegeben, da wäre die Antwort Franz
der Erste gewesen. Ja. Und der hat aber, weiß nicht, hat er gesagt, Franz der Zweite. Es war auf jeden Fall nicht ersichtlich, ob der Franz der Erste ist, der Franz Stephan als Kaiser, ja, ja, oder Franz der Erste als Kaiser von Österreich. Aha. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ausgegangen ist, aber es ist dann zu einer ziemlichen, zu einem ziemlichen Wickel gekommen. Also wurscht, völlig uninteressant. Nein, das überhaupt nicht uninteressant, es geht um Geld. Es geht um Geld und es geht auch darum, dass das offensichtlich nicht klar formuliert war, die Frage. Ja, okay. Das war jetzt der Exkurs vom Exkurs. Ja, und wie üblich. Wie üblich, genau. Also zurück nach Aspern. Ja, okay. Ist schon ein bisschen weit entfernt. Okay, also dort war dieser Krieg, diese Schlacht. Der Napoleon ist das erste Mal besiegt worden vom Erzherzog Karl, der Bruder des amtierenden damals schon Kaisers war. Genau. Und der dann ein super bekanntes Denkmal bekommen hat am Heldenplatz. Ja, aber vorher hat er noch die Schlacht von Deutsche von Wagram müssen kämpfen, wieder gegen Napoleon natürlich, die er krachend verloren hat. Okay. Und ist dann in Friedensverhandlungen mit Napoleon eingetreten, ohne offensichtlich die Zustimmung des Kaisers. Und der Kaiser hat ihn abgezogen als Oberbefehlshaber. Und der hat also Bruderzwist im Hause Habsburg? Ja, der 19. Jahrhundert. Der Franz war wahrscheinlich auch sehr eifersüchtig, nicht? Weil der Bruder Karl, ausgerissen hat. Der Karl der Held war. Und du kennst ja Karl der Held. Karl der Held. Und du kennst ja sicher, also weißt du, sagst das, Denkmal am Heldenplatz mit der Fahne in der Hand. Ja. Du kennst ja sicher hunderte Bilder, wo er eben dem sterbenden Soldaten vom Regiment Zach, dem Fahnenträger, die Fahne aus der Hand nimmt und die Fahne weiterträgt. Also das zeigt ja das Bild am Heldenplatz. Also bei fahnentragenden Menschen muss ich eigentlich immer an die Jeanne d'Arc denken. Aber naja, er war ungefähr so groß wie die Jeanne d'Arc und hat angeblich am Ende seines Lebens gesagt, wie man ihn auf diese Episode, der Erzherzog Karl, angesprochen hat, hat er gesagt, geh, wie hätten die Glanzmandel die schwere Fahnen tragen sollen, ein Zipfel habe ich heute gehalten. Finde ich sehr lieb. Das ist nett, also dann vielleicht doch ein bescheidener Zipfelträger. Ja, das war sicher, ja. Ja, okay, na gut, also die Schlacht wurde geschlagen. Schlacht wurde geschlagen, sein Sohn hat dann 40 Jahre später, der Sohn hieß 50 Jahre später, der Albrecht, der Erzherzog Albrecht, du weißt, der auf der Albertinerrampen steht, weil die Albertiner hat ja dem Karl gehört, der war ja der Erbe vom Herzog von Teschen beauftragt den Fernkorn, der ja die Heldenplatz-Denkmäler gemacht hat, den Dominik Fernkorn. Den Bildhauer, nicht den Kornspeicher. Bildhauer. Fernkorn. Kornspeicher Essling, Fernkorn, nein. Bildhauer. Okay. Der war fern, der Kornspeicher. Beauftragt, eben eine Erinnerung zu machen und eigentlich nicht unsympathisch an die sterbenden und gefallenen Soldaten. Und das war der Löwe von Aspern. Und den gibt's noch? Den gibt's noch immer und der ist wirklich schön. Der liegt vor der Kirche, sein sterbendes Haupt sozusagen auf den Vorderpfoten liegend. Hm. Zwischen den Vorderpfoten hat er einen Adler, Napoleon. Also ein Zeichen von Napoleon. Napoleon, die Adler. Und er liegt auf einem Imperatorenmantel. Also das heißt, er hat ihn besiegt, den Imperator, aber man sieht hinter seiner linken Schulter eine Lanzenspitze heraus. Also als Zeichen. Er ist schon verwundet worden. Naja, er ist getötet worden und er ist sterbend. Und er ist wirklich sehr, sehr schön. Ist und der sehr, wie groß ist der ungefähr? Groß. Also so groß wie ein Auto oder so groß wie ein größer, Bus? Na, wie ein Bus vielleicht nicht, aber naja, unter Umständen. Ein Kleinbus. Ein Kleinbus. Einigen wir uns. Im Winter wird er eingekastelt, damit er nicht auffriert. Aber interessant. Ja, okay. Und der ist in Aspern vor der Kirche? Der ist in Aspern vor der Kirche und ja. Wir könnten jetzt noch sehr viel über die Schlacht und Napoleon in Wien reden, machen wir aber heute nicht. Nein, vor allem könnte ich es nicht. Naja.
Es ist nur eines, es sind ein, zwei, drei, also es sind Gassen benannt in der Umgebung von österreichischen Feldherren. Aber es sind auch Gassen benannt, zum Beispiel Grenadiergasse, Ulanengasse und so weiter, noch ganz aber nach Soldaten und dann auch nach Franzosen, nämlich die Lannstraße, also in Aspern sagt man Lannesstraßen, weil dieser Marschall Lann, ein sehr guter Weggefährte von Napoleon, ist gefallen. Also verwundet worden und an den Verwundungen dann gestorben. Und am Murarweg, keine Ahnung, wie man da sagt. Murat, das gibt es in Frankreich, kommt das, ja. Ja, der war dann, das war der Schwager von Napoleon. Ach ja, der König, war das nicht der König? König von Neapel. Ja, genau. Und dort sehr, sehr beliebt ist nach wie vor. Der wiederum, war der nicht mit irgendeiner Schwester? Mit der Caroline war der verheiratet. Genau. Und der ist aber nachher, also der ist bei der ersten Niederlage von Napoleon übergegangen zu den Österreichern? Alliierten, zu den Kollierten? Alliierten. Und ist, wie der Napoleon zurückgekommen ist, wieder zum Napoleon übergegangen und ist dann erschossen worden. Und sie, die Caroline, ist nach Floßdorf bei bei Wiener Neustadt, ins Schloss und hat dort im Exil eine Zeit gelebt. Im Exil von Frankreich. Nein, Neapel. Im Exil, ja. Als Königin im Exil. Genau. Weil eigentlich ist sie ja wieder heimkommen, mehr oder minder. Nach Neapel? Nein, die war, Caroline war doch Österreicherin, oder? Nein, die war Cousin. Ach so, okay. Nicht verwurscht. Andere Geschichte. Andere. Wir sind in Aspang und wir gehen jetzt eigentlich weiter. Wir gehen weiter, sonst verdurmen wir uns trotzdem. Oder wir fliegen ab, auf? Wir fliegen aufs Flugfeld. Wo ist dieses Flugfeld, bitteschön? Dieses Flugfeld ist also weiter nördlich von der Kirche, muss jetzt nachdenken. Ja, wenn man von der Kirche rausfährt, die Groß-Enzersdorfer Straßen, und dann links kommst, da war das Flugfeld, das war 1912. Das ist schon früh. Ist das vom Aeronautenclub Österreichs, ist dort der Flughafen gegründet worden und ist dann sogar der Kaiser Franz Josef war einmal dort 1913 bei einer Flugshow und ist dann geworden, hat zuerst eine internationale Flugpostlinie, ist dort im letzten Kriegsjahr eingeführt worden. Und ist dann ein internationaler Flughafen geworden, der internationalste Flughafen der Welt, Nona. Es sind 10 Fluggesellschaften, haben den in den 30er Jahren angeflogen. Wirklich der internationalste der Welt? Ob es, ich nehme an, dass es das so ist, weil 10 Fluggesellschaften war. Und Berlin? War ganz schön. Tempelhof? Weiß ich, kann ich nicht sagen. Das ist jedenfalls der größte gewesen. Ja, also ich weiß es nicht. Okay, aber der Flughafen ist, ich meine, das ist ja schon beeindruckend, dass da so viele, also dass der so gut besucht war. Und sogar der Zeppelin ist einmal dort gelandet, der Graf Zeppelin. Und ist vom Bundespräsidenten Miklasch empfangen worden. Und mein Opa hat den Zeppelin gesehen, das war als Schüler. Ja. Über Salzburg, ja. Toll. Was ich nicht gewusst habe, also 300 Soldaten haben den mit Seilen am Boden festhalten müssen. Also das heißt, es war eigentlich ein bisschen unpraktisch. Ja, also das heißt, es haben unten Leute gehen müssen, damit er nicht wegfliegt. Ja, sozusagen. Sehr, sehr voll komisch. Das ist mir auch sonderbar vergangen. Aber bitte, es steht, 300 Soldaten hielten den Zeppelin mit Seilen am Boden. Ja, du, und wie lang war das dann an dem Flughafen? Lang, aber wichtig war halt am 12. März, ist 38 natürlich, ist der Heinrich Himmler dort gelandet. Die ersten Deutschen. Die Verbände der deutschen Luftwaffe und ist im Zweiten Weltkrieg natürlich ganz wichtig gewesen, klarerweise als Luftwaffenstützpunkt. Nach 1945 war ja das ganze russisch-sowjetisches Einflussgebiet und ist eigentlich fast nur von den Sowjets. Und von Privatflugzeugen. Unsere Freundin Madeleine hat erzählt, dass sie da immer mit ihrem Vater... Ich bin mit meinem Stiefvater dort geflogen. Wirklich? Ja, der hat ein Looping mit mir gemacht, das war grauenhaft. Wow. Der war Pilot von Kleinflugzeugen. Wirklich? Und da ist man hin. Und dann diese Privatpiloten sind dann nach Wiener Neustadt oder nach Bad Vöslau abgewandert. Dann hat es Flughafenrennen gegeben, Autorennen.
Die waren also sehr bekannt, haben ein sehr illustres Publikum gehabt. Und mit, wie dann halt Schwächert gebaut worden ist. Wahrscheinlich in den 70er Jahren, 60er Jahren? Ja, 60er. Mhm. Hat man, ist es noch mit vier kleinen Flugzeuge gegangen, aber dann hat man die zweite Piste gebaut und die war zu nahe an Aspern und da hat Aspern aufgegeben werden müssen als Flughafen. Und ja, und das war es mit dem Flughafen. Also ich kenne ihn als Flugfeld Aspern, war ganz geläufig. Das hat man so Spaziergänge gemacht? Nein, sondern das sind ja Flugzeuge gelandet. Und ah doch? Ja, also das war, also wie gesagt, bis 1977 war es endgültig aus. Mhm. Ja, und wo ist das jetzt? Das ist jetzt dort, da auf diesem Flugfeld, bitteschön. Ja, und dann ist gekommen, hat der Kreisky mit General Motors diesen Deal gemacht, dass auf der südlichen, am südlichen Teil des Flugfelds eben dieses General Motors, was wir ja als Opel-Werk Ach, kennen, das ist das, okay. Gebaut hat, das jetzt seit heuer ja schon komplett Geschichte ist. Und dann haben wir ein Stadtplanungskonzept gemacht, dass man dort die Seestadt Aspern baut. Now we are talking about it. Und das war eben der Stadtentwicklungsplan STEP 2005. Und das war auch irgendwie ist das wie bei der wegen einem EU-Beitritt oder im Zuge des EU-Beitritts damals schon besprochen. Ja, worden. Es ist ja jetzt schon 10 Jahre Eröffnung Seestadt, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ja, es ist schon länger. Ja, und das war immer Stadtteil, wo sie mal angefangen haben, U-Bahn hinzubauen. Genau, good old U2. Also jetzt schon good new U2. U2, ja, haben wir Station Aspern und Aspern Nord. Also Aspern Seestadt ist die Endstation und Aspern Nord. Ja, naja, soweit ich das weiß, ist das ja eine sehr ökologisch und menschenfreundlich geplante Stadt, in der es auch viele Gebäude gibt, die mit Holz gebaut sind zum Beispiel und die auch, abgesehen davon, dass die U-Bahn dahin fährt, auch so in sich gut funktionieren soll, rund um diesen ausgebauten See, oder? Ausgebaggerten. Mhm. Ja. Also es ist sehr vieles moniert worden. Man hat gesagt, es ist viel zu viel Asphalt. Ja. Das ist auch teilweise zurückgebaut worden und begrünt worden. Dann hat man ja anfangs von sehr wenigen Autos, wenn nicht sogar Autofreiheit, weiß nicht genau, gesprochen. Jetzt sagt man heute, es sind noch immer viel zu viele Autos. Mhm. Ich hatte gelesen, die Gehsteige sind zu nieder, da parken die Autos. Also Kleinigkeiten, die wir jetzt auch gar nicht besprechen. Mhm. Es wird immer irgendwelche Meckerer geben. Natürlich das Hoho, was das, ist das Holzhochhaus, ist das Hybridhaus aus Holz und Beton. Und was nett ist, ist das Queerhaus. Das Queerhaus? Das Queerhaus. Was ist das? Queerhaus ist ein Haus, das gebaut worden ist für schwule und lesbische Menschen und für Transgender-Menschen und für Leute, die halt sie in der Gesellschaft oder nicht binäre ansiedeln wollen. Ja, super. Egal, auch du und ich könnten hin, wenn wir es lustig hätten. Nicht, wenn man es lustig, das weiß ich nicht, das meine ich jetzt eigentlich gar nicht so. Sondern ich meine, es ist jetzt nicht nur, das heißt, du wirst nicht gefragt, bist lesbisch oder bist schwul oder bist transgender oder bist irgendwas, sondern bist halt... Willkommen. Bist willkommen. Cool. Und die finden das sehr nett. Und es gibt eben, wie gesagt, sehr viele Sachen, was ausgesetzt werden. Der nördliche Teil, nordöstliche Teil, würde ich sagen, liegt ja völlig brach. Noch. Jetzt, wir reden jetzt nicht über das queere Gebäude, sondern wir reden... Nein, das ist, glaube ich, voll. Wir reden von der Anlage. Okay. Also auf der anderen Seite vom See, weil die das abhängig machen, die Bewilligung von der Verkehrsanbindung, also... Die Stadtstraße und diese umstrittene Untertunnelung der Lobau und so Sachen. Also die Stadtstraße wird ja schon gebaut. Ich meine, das ist gegessen, Aber wie weit sie geht, ist noch offen. Wie weit sie geht. Und wie sie geplant wird, ich verstehe.
Naja, ich finde, dort gibt es, also es ist eigentlich ein ganz gelungenes Ding, da gibt es auch eine sehr tolle Buchhandlung in der, ja, in der Seestadt. Der jetzt vergrößert hat. Aha. Ja, der hat das neben. Super tolle Beratung, super tolle Bücher. Mhm. Und, der wohnt übrigens nicht in der Seestadt. Die Buchhändlerin? Ja, oder eher, was sind sie, glaube ich? Glaub, ja, glaub, das ist ein Mann, nicht so wurscht. Ich glaube, das ist eine Frau. Ja. Okay, dann reden wir vielleicht von wem anderen. Ja, oder sie ist vielleicht ein Paar. Oder es sind vielleicht zwei. Egal, sei es wie es sei. Ja, jedenfalls tolle Buchhandlung. Ja. Und ja, der See ist ganz lustig. Man kann auch baden drin, allerdings viele Gelsen. Ich empfehle Gelsenmittel mitzunehmen. Ja, das ist schon. Oder ist das überhaupt in Transdanubien empfohlen? Ja, also heuer waren es total ekelhaft, weil es so klein war. Hm. Und das Ganze hat es geschafft in die New York Times. Aha. Heuer. Mhm. Und zwar unter dem Titel Can Urban Design Have a Gender? Can Urban Design Have a Gender, have okay. A gender. Mhm. Was ist damit gemeint? Naja, wie Gender Planning relevant ist. Also, ja. Also wie, ja. Also, ja. Weil, siehst du, da gibt es in Wien gibt's, Stadtplanerin, die Eva Keil, heißt die, glaube ich, die gesagt hat, früher ist halt alles von Männern entworfen worden. Mhm. Und für Männer. Mhm. Faktisch. Also das heißt, Seestadt wäre mit Straßen, weil der Mann in der Früh mit dem Auto in die Arbeit fährt nach Wien. Mhm. Also wären die Straßen für die Autos bevorzugt. Mhm. Frauen müssen zu Hause bleiben mit den Kindern. Also ich meine, das Konzept ist jetzt ein bisschen... Es ist auch schon ein bisschen antiquiert, kann man so sagen. Antiquiert, ja. Und man muss halt für diese Frauen kurze Wege machen, dass... Ja, also man kann es eigentlich zusammenfassen im Endeffekt, dass einfach das so geplant ist, dass es menschenfreundlich ist, es oder? Also dass man dort gerne lebt und... Ja, und es kommt eigentlich, diese Idee kommt ja aus einer Zeit, wo ein Mann bei einem Kind nicht ausblieben ist. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ein breiter Gehsteig ist, damit man mit dem Kinderwagen gehen kann, ja, ist für eine Frau gemacht, ist ganz einfach. Ja, und ich meine, es gibt ja auch andere Menschen vielleicht, die einen Rollstuhl haben oder... Alles Mögliche, also, ja. Also das ist irgendwie ein bisschen... Außerdem gibt es natürlich wieder die Leute, die sagen, das Ganze, also dieses Frauen-Gender-Konzept, mhm, ja, schreibt ja fest eigentlich... Wieder Rollen. Die Rollen, die eigentlich überkommen sein, ja, sollten. Ne? Aber man hat, wie du ja immer wieder sagst, zumindest alle Straßen nach Frauen benannt. Außer einem Platz ist der Nelson Mandela Platz. Ja, der das auch ist, ja, viel geleistet den hat. Den man aufnehmen kann in diesen Kanal. Ja, cool. Ja, vielleicht können wir ja mal, vielleicht können wir ja mal dahin fahren gemeinsam. Oder vielleicht, da ist ja auch von, sind ja auch sehr innovative Gebäude für so Start-ups und so irgendwas. Also, na, es haben sie ja Betriebe angesiedelt, die Firma Hörbiger zum Beispiel. Jetzt machen die? Die Hörbiger machen so Elektro, kleines Zink, das, ich meine, das ist interessant, weil er ganz einfach der Großvater von den Hörbigers war. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen... Das war, ich kann dir jetzt nur sagen, die Ada Lovelace Straßen, ob du vielleicht zufällig weißt. Ja, die hat was mit Computer zu tun, oder? Genau, aber wer weiß? Wer von wem? Die Verwandtschaft ist interessant. Ada Lovelace, weiß ich nicht. Die Tochter vom Lord Byron. Wirklich? Ja, finde ich sehr lustig. Ja, in diesem Sinne, großartige Frauen sprechen über großartige Frauen. Wir grüßen auch an dieser Stelle unsere Produzentinnen bei Oh Wow. Ja. Die auch, den wir so toll aufnehmen dürfen, dem Wow Podcast Studios. Unsere Kollegin Jeanne Drach hat auch einen tollen Podcast. Da geht es um optimistischen Feminismus. Mhm. Sollte man sich mal anhören. Ja. Ja. Und wir laden demnächst vielleicht wen ein, eine tolle Frau, die uns was über Essling erzählt. Wir werden schauen. In diesem Sinne sage ich. Was sage ich, Fritzi? Ich nehme an, du sagst Servus Fritzi, weil ich sage Servus Edith. Ja, stimmt. Servus Fritzi. Servus. Bis dann. Ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.